Herzlich willkommen zu dieser bisschen außergewöhnlichen Eröffnung. Mein Name ist Patricia Anderle, ich bin Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete und sitze unter anderem im Kulturausschuss und bin dort seit kurzem auch für die Bezirkskultur hauptsächlich zuständig. Und die Verena hat mich eingeladen, hier ein paar Begrüßungsworte heute zu sprechen. Ich freue mich wirklich wahnsinnig. Also eigentlich möchte ich am liebsten weinen. Das ist seit 1,5 Jahren die erste Ausstellung, wo ich wieder dabei sein darf. Ich durfte letzte Woche das Volkstheater besuchen und auch bei der Eröffnung des Festivals der Bezirke dabei sein. Und das waren so glückliche Augenblicke. Ich glaube, uns geht es allen so. Wien ist die Stadt der Kultur und ohne Kultur funktioniert diese Stadt einfach überhaupt nicht. Wir sehnen uns alle nach Kultur. Diese Stadt und die Menschen in dieser Stadt brauchen Kultur und drum bin ich froh, dass wir jetzt langsam wieder ein bisschen zur Normalität zurückfinden und das tun oder dabei sein können, was uns glücklich macht. Und 10 Jahre Artemix, das ist schon was. Also vor allem die Verena und der Rudi, ihr seid da, glaube ich, federführend. Rudi Swoboda, Verena Brandstätter. Danke. Und natürlich der Hund gehört auch dazu. Wahnsinnig viele. Dann natürlich auch dir oder Ihnen ein herzliches Dankeschön. Eine Menge Ausstellungen habt ihr organisiert, viele Treffen, viel Austausch. Also freue mich dann auch schon nachher in die Werke sozusagen, die ihr heute zeigt, eintauchen zu können. Ja, es war ein herausforderndes Jahr. Wir haben auch nicht nur als Stadt mehr Geld in die Kultur investiert, nämlich 3,3 Millionen Euro sind es heuer mehr. Also es sind knapp 300 Millionen Euro, die die Stadt für die Kultur ausgibt. Und auch als Bezirk haben wir versucht, ein bisschen was abzufedern. Wir haben, also normalerweise ist das Budget des Bezirks liegt bei ungefähr 120.000 Euro. Im letzten Jahr waren es dann, glaube ich, 230.000 Euro. Also wir haben einfach versucht, den Künstlerinnen und Künstlern Geld zukommen zu lassen, auch wenn dann ganz viele Veranstaltungen nicht stattfinden konnten, einfach um da auch ein bisschen was abzufedern. Ich habe dann, der Uli wird dann zu den Werken sprechen. Ich darf nur sagen, ich danke euch, bleibt dran, mit voller Kraft voraus. Die Stadt und der Bezirk braucht euch. Die kleinen Kulturinitiativen in den Bezirken sind unglaublich wichtig. Ich glaube, die Hochkultur findet sich ihren Weg, aber auch die Bezirkskultur ist einfach wichtig für die Menschen in der unmittelbaren Umgebung. Das ist eine wahnsinnige Aufwertung für die Kretzel in den Bezirken und unsere Stadträtin hat es eh auch schon gesagt, wir wollen hier nochmal nachlegen, also auch jetzt mit diesen Ankerzentren, die zum Teil schon existieren, wie die Ankerbrotfabrik und so Hohenottergring, ist sicher das bekannteste Kulturzentrum. Also wir wollen schauen, dass einfach die Bezirkskultur noch mehr gestärkt wird, dass die Hemmschwelle ein bisschen fällt und dass einfach die Leute in den Kretzeln hier mit partizipieren können und Kultur genießen können. Ich hoffe, wir werden jetzt alle gemeinsam diesen heutigen Abend genießen können und endlich wieder ein bisschen glücklich sein. Und nochmal ein herzliches Dankeschön und Dankeschön auch für die Einladung. Und ich darf jetzt den Uli bitten, zu den Werken zu sprechen. Herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank, Frau Anderle, für diese instruktiven, schönen Worte. Also ich kann mich dem nur anschließen. Das ist jetzt die erste Ausstellung vom Verein Artemix nach dieser problematischen Corona-Phase. Und umso schöner finde ich es. Zweitens natürlich diese Galerie
Frau Dr. Moser hat das hier alles gepflegt und sie ist auch in der Ausstellung vertreten. Also ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen, möchte die Künstlerinnen und Künstler ganz kurz vorstellen. Uli Klepalski, sie hat diese Serie unglaublich tiefgründige Collagen nach einer Reise nach New York und mit einer Sammlung aus Medien, wo also praktisch unser Lebenskreis, ihr Lebenskreis, aber auch unser Lebenskreis in vielfältigen Facetten problematisch, eindrucksvoll, schön dargestellt ist. Silvia Wichtel, wir kommen jetzt zu Ihren Arbeiten. Sie malt die Tiere als Spiegel der menschlichen Kultur, der menschlichen Verfehlungen, der menschlichen Süchte. Und zwar macht sie das unglaublich eindrucksvoll, aber auch mit unglaublichem persönlichen Humor. Es gibt hier einen Katalog, wo man also eine ganze Enzyklopädie dieser ganzen Eindrücke und Einfälle und Realisierungen anschauen kann. Und sie ist hier mit diesen drei eindrucksvollen Arbeiten vertreten. Einmal die Pinguine, die sind bei ihr ein Standard. Thema, ne, die Pinguine, aber hier sind dann zwei Fische, die sich erstaunt anschauen und dort drei Fische, die das Maul aufreißen und wir sehen diese weißen Zähne, wer weiß, was das jetzt bedeutet, ne? Das ist eben unklar. Also ich freue mich, dass Silvia Wichtel hier jetzt auch vertreten ist. Verena Meiringer, sie hat eine ganz eigene Bildwelt entwickelt mit großer Intensität und Nachhaltigkeit. Blau, blaue Räume, dunkle Räume. Und damit verbunden ist die Problematik der Entwicklung der menschlichen Zivilisation. Hier ist also praktisch ein unbewohnter Planet, der noch nicht ruiniert ist. Aber dort in diesem Bild sehen wir eine Häuserzeile, eine Straße und in den Fenstern sind Pflanzen, ist die Natur, weil sie macht sich da viele Gedanken. Wir haben ja alle schon uns damit beschäftigt. Der Mensch zerstört, die menschliche Zivilisation zerstört die Biosphäre, das Klima wird immer wärmer, das ist ein dringendes Problem und hier sind eben auch in verschiedenen anderen Arbeiten sind Ansätze mit der Auseinandersetzung dazu. Ne? Also dieses Bild dort und hier die zwei und hier auf der Rückwand sind weitere zwei Arbeiten. Editha Taverna, sie hat diese Serie Kopfskulpturen mit dem Motiv des Kopfes, beschäftigt sie sich schon sehr lange. Der Kopf ist ja das menschliche Aktionszentrum, das Gehirn, aber auch das Kommunikationszentrum. Die Sinne, mit denen der Mensch mit der Umwelt kommuniziert, sind ja alle oder fast alle im Kopf. Und sie beschäftigt sich kontinuierlich und langfristig damit mit einer skulpturalen Serie der Köpfe. Und zu diesem Kopfmotiv kommen bei ihr immer diese geometrischen oder seriellen Motive, schwarz-weiß. Hier sehen Sie diese Punkte, dort sind sie etwas größer. Dann gibt es Figuren, die sind halb silhouettenhaft verdoppelt in anderen Ausstellungen. Aber hier ist eben auch eine sehr eindrucksvolle Serie dieser Kopfmotive, die also wirklich sehr viel zum Gedanken anregen und immer wieder einen wichtigen Akzent in den Ausstellungen setzen. Katharina Moser, sie hat hier drei Arbeiten, von denen zwei besonders charakteristisch für eine zentrale Strömung in der bildenden Kunst, in der Malerei des 20. Jahrhunderts, die Abstraktion, und zwar die gestische, die dynamisch-expressive gestische Abstraktion. Und sie führt diese Form der Malerei bis knapp an die Gegenständlichkeit, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Und diese Dynamik ist ja auch immer wieder als Ausdruck des seelischen Erlebnisses in der Malerei.
Und wir haben hier, das ist eben ein sehr charakteristisches Beispiel, es ist ja das Eigentümliche der Malerei, der bildenden Kunst, der Moderne des 20. Jahrhunderts, dass sehr vielfältige Möglichkeiten, wenn man zurückdenkt, im Barock haben alle im Barockstil gemalt, aber heute haben wir eben die Freiheit und die Expansion, das Experiment in viele Möglichkeiten. Und das sieht man ja hier schon in dieser Ausstellung, Gegenständlichkeit, Collage, aber das ist eben ein ganz charakteristisches Beispiel für diese immer wieder neu entwickelte Form der suggestiven Dynamik, des Gestischen, des Malerischen, das Material und der seelische Ausdruck, der körperliche Ausdruck. Oh, hallo, Süßer. Also ich freue mich, dass Sie jetzt auch hier in der Ausstellung mit diesen Arbeiten, da ist auch noch eine Arbeit, die wieder vielleicht einen anderen Ansatzpunkt hat, da ist das Gegenständliche etwas deutlicher in dieser Malerei. Ne? Gisela Reimer ist hier an der Wand neben den Fenstern. Das sind komplexe Arbeiten, in denen scheinbar wie Fotografie und Grafik und Collage eine Synthese bilden. Und dadurch wird man sehr irritiert. Scheinbar Blick auf die Straße. Aber andererseits wieder sind merkwürdige Zeichen, die irgendwelche Botschaften enthalten, die aber für uns rätselhaft sind. So, damit komme ich eben noch einmal zu einer herzlichen Begrüßung und zu einer Gratulation. Für den Verein. Der Verein macht jetzt seit 10 Jahren Kommunikation. Die Ausstellungen sind ja immer auch ein Gespräch. Die Künstler untereinander, die Künstlerinnen und Künstler und dann der Kontakt mit dem Publikum. Und hoffen wir, dass das jetzt hier wieder so weitergehen kann.